Oh mein Gott. Wo lang soll ich denn laufen? Oh mein Gott, yo. Hallo Leute! Ich will nichts Falsches sagen, aber ich denke, wir haben einen neuen Banger. Wie ich mir das so sicher bin, fragt ihr? Das hier ist ein neues Spiel von Chilas Art. Und wir wissen ganz genau, wenn Chilas Art ein Spiel raushaut, ist es ein Banger! Ich meine, Chilas Art haut so ziemlich alle paar Monate ein neues Spiel raus. Und die sind immer gut. Das letzte Spiel war The Kidnap, welches wir natürlich auch gespielt haben. Und dieses hier nennt sich Jisatsu, falls ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und Jisatsu ist das japanische Wort dafür, naja, wie soll ich sagen? Es ist das Wort dafür, ihr wisst schon, das Wort dafür, wenn man sich, selbst... Wir hopsen einfach mal rein. Ich bin super gespannt, was mit dem Spiel auf sich hat. Das hier wird ein längeres Video, also schnappt euch Popcorn. Oder irgendwas anderes zu snacken. WASD und wir können crouchen. Okay, die Controls sind Standard. Oh. Hey, haben Sie schon ein neues Projekt in Angriff genommen? Chef, okay. Hört sich an, als wäre ich in einem ziemlich beschäftigten Büro. Was gibt es da zu überlegen? Sie haben mich schon verstanden. Hey, beruhig dich mal, Chef. Wir sind nur ein kleines Filmunternehmen. Neue Ideen zu haben, ist für uns überlebenswichtig. Das verstehen Sie doch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Sie sind doch jung. Benutzen Sie Ihre Beine. Bleiben Sie auf dem Laufenden, was populär und angesagt ist. Ich habe gehört, heutzutage soll es beliebt sein, bei Mutproben verlassene Gebäude zu erkunden. Es gibt da ein Haus in der Präfektur. Da sollen wohl seltsame Dinge vor sich gehen. Einen Moment. Soll ich etwa alleine dorthin gehen? Wer denn sonst? Denken Sie daran, Ihre Kamera mitzunehmen. Und kommen Sie erst wieder, wenn Sie etwas Interessantes gefilmt haben. Verdammt, was ist das für ein schlechter Chef? Schickt mich in irgendein verlassenes Haus. Ich habe keine Lust da drauf. Ich bin jung und schwarz und möchte leben. Aber anscheinend bleibt mir nichts anderes übrig, als dorthin zu gehen. Anscheinend arbeiten wir in einer Art Redaktion. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gebe zu, das sieht schon ein bisschen creepy aus. Was ist das hier? Wow. Okay. Verdammt, mein Herz schlägt und wir sind nicht mal im Gebäude drin. Soll ich hier... Oh mein Gott, ich habe richtig Angst. Hier sind so viele Details. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich das für gut halte. Oh Gott, dieses Haus ist gruselig. Hier geht definitiv irgendwas vor sich. Hier muss irgendwas vor sich gehen. Es gibt eine Treppe, können wir die... die können wir nach oben gehen. Es gibt eine zweite Etage. Aber weißt du was, wir bleiben erst bei der unteren Etage und gucken uns die komplett an. Ich habe echt Angst, hier durchzulaufen. Leute, bleibt bitte bei mir. Wir müssen gemeinsam durch dieses verdammte Haus durchgehen. Ehrlich gesagt habe ich hier auch gar keine Orientierung. Es ist viel zu dunkel. Woher kommt dieser Sound? Kommt der Sound aus der Küche? Oh, ich kann hier durchlaufen. Perfekt. Der Wasserhahn ist... Oh Gott. Wieso geht der Wasserhahn einfach so an? Also ehrlich gesagt würde mir das schon an Filmmaterial reichen. Voll und ganz. Ich höre von oben auch die ganze Zeit irgendeinen gruseligen Sound. Kann ich durch diese Tür... Durch diese Tür kann ich auch durchlaufen. Okay, wir haben hier ein kleines Badezimmer. Die Tür ist zum Glück abgeschlossen. Wir laufen einfach mal weiter. Ich habe ein ganz mulmiges Gefühl, wenn wir hier durchlaufen. Verdammt! Ist das Jesus denn traurig? Umso länger ich das Bild angucke, umso gruseliger ist das. Aber jetzt sind wir wieder hier ganz am Anfang. Das heißt, wir sind wirklich im Kreis gelaufen. Ich muss auch irgendwas... Oh, oh, oh. Ein Zeitungsartikel? Mit einem Bild, das ich nicht wirklich erkennen kann. Was ist das? Nein, ich kann das nicht erkennen. Yo. Und eine Kassette. Yo, gibt es hier überhaupt Strom? Weil ohne Strom läuft die Kassette auf jeden Fall. Anscheinend schon. Okay, okay, okay. Kann ich mich hinsetzen? Hakuna Matata. Nein, kann ich nicht. Verdammt, ich muss das im Stehen gucken. Ist das doof? Kann ich Play drücken? Yo. Was ist das? Oh mein Gott. Was? Oh, das ist eine Trauerfeier. Warte mal kurz. Anscheinend sind zwei zensierte Leute gestorben. Und die liegen jetzt einfach hier rum. Und ich kann mir das angucken, aber ich kann mit niemandem reden. Kann ich weiterlaufen? Außerhalb dieses... Ich kann aus dem Raum rausgehen? Oh Gott. Ich hätte gerne gewusst, was auf dem Zeitungsartikel steht. Um ehrlich zu sein, wieso hat sich mein Kopf gerade in die Richtung gedreht? Was ist hier?
Ist hier irgendwas Besonderes? Hier muss doch irgendwas sein, wenn sich mein Kopf so gedreht hat. Wir können hier Schränke öffnen. Ha. Aber nein, ich sehe hier nichts drinne, oder? Nein, hier ist was drin. Was ist das? Jo. Das sind Messer, Klingen und Fleisch. Jo. Wo bin ich? Wieso habe ich jetzt einen verdammten Vogel in der Hand? Ich verstehe, das Spiel sind immer so Ausschnitte und wir sollen uns daraus die komplette Story zusammenschustern. Schätze ich mal. Wir haben eine Schaufel. Oh, ich will den Vogel vergraben. Das ist aber lieb. Zumindest, wenn ich ihn nicht getötet habe. Und da tun wir den Vogel jetzt rein. Oh, warte. Er ist doch nicht tief genug. Da habe ich ja gerade das Loch. Perfekt. Vogel. Wie tief muss das Loch sein, damit ich den Vogel vergrabe? Oh. Punkt, Punkt, Punkt. Ich höre es irgendwie summen. Soll ich das Loch nicht irgendwie zumachen? Okay, dann halt nicht. Oh, ich steppe versehentlich auf das Loch drauf, aber ich kann nicht reinfallen. Woher kommt dieses Summen? Hört sich an wie eine ältere Dame. Die Kamera ging in diese Richtung. Das heißt, hier war irgendwas oder hier soll irgendetwas sein. Das ist eine geniale Mechanik. Manchmal musst du nur rumlaufen und die Kamera dreht sich automatisch in die Richtung, wo du gucken sollst. Oh, verdammt, was ist denn das? Ist das ein Schuppen? Jo, was ist hier drinne? Das ist eine verdammte Toilette, oder? Das ist doch so ein Kackloch. Mann! Sei gegrüßt. Ich komme vor Hunger. Hast du etwas zu essen? Dieser Duft. Der Geruch des Todes. Bring es her. Verdammt, ich bring dir gar nichts. Mit bring es her meint er wahrscheinlich den Vogel und okay. Weißt du was, ich argumentiere gar nicht mit dir. Wenn du den Vogel essen möchtest anstatt mich, dann bin ich schon ziemlich zufrieden. Dann ist der Tag doch grandios. Wo habe ich ihn vergraben? Das war irgendwo hier in der Ecke, oder? Vogel? Ach hier, perfekt. Und da drinnen sehen wir immer noch die Eltern, wie sie am Trauern sind. Beziehungsweise eine Totenwache abhalten. Ich hoffe, dass das Monster in der Toilette nicht gierig wird. Was auch immer es ist. Vielleicht ist es kein... Okay, lass uns weitergehen. Lass uns ganz schnell weitergehen. Das macht mir ein ganz mulmiges Gefühl. Rein damit. Du hast deine Hand viel zu tief nach unten getan. Es ist... Und das war die Kassette? Das ist doch der Ort aus dem Video. Da scheint etwas zu sein. Meint er den Garten? Also sollen wir als nächstes in den Garten gehen? Okay. Zumindest weiß ich inzwischen, wo der Garten ist. Dann lass uns in den Garten gehen. Wo auch immer der Weg dazu war. Hier war, glaube ich... Okay, okay, okay. Wow. Wow. Oh mein Gott. Okay, Sniley, konzentrier dich. Alles cool. Ich glaube, das wird ein richtiges Spooky-Game. Oh mein Gott. Das war nur eine Errungenschaft von Steam. Ich glaube, hier war noch ein Ausgang in den Garten. Komm schon, bitte. Lass es hier gewesen sein. Nein, es war nicht hier. Ich laufe weiter. Alles cool soweit? Genau, hier war der Ausgang. Verdammt, die Figur war gerade echt gruselig. Wo ist der Ort aus dem Video? Hier war der Vogel auf jeden Fall vergraben. Das war diese Stelle hier. Aber was genau suchen wir jetzt? Beziehungsweise welchen... Ist das hier der richtige Ort? Es passiert nichts. Nein. Anscheinend ist das nicht der richtige Ort. Oh, warte mal. Das hier ist doch der Schuppen, oder? Oh Gott, ja, das ist der Schuppen. Ach du Kacke, okay. Den machen wir besser zu. Und was soll jetzt hier sein? Ich laufe ein bisschen rum. Ich erkunde. Irgendwie ist hier nichts. Oh, warte mal. Hier war der Vogel. Oh, eine Kassette. Let's go. Okay, verdammt. Beruhig dich, Sniley. Wäre das nicht schon Grund genug, um hier abzuhauen? Für mich würde der Grund auf jeden Fall reichen. Wo war die Tür, um ins Haus zurückzugeraten? Ich weiß es nicht. Ich habe echt schlechte Orientierung hier drinne. Oh, das hier war die Tür, oder? Perfekt. Wir sind wieder drinne. Obwohl ich mich darüber ehrlich gesagt nicht freuen sollte. Hier ist nix. Alles gut soweit? Wo war der Fernseher? Ich weiß nicht, wo der Fernsehraum war. Komm schon. War der hier? Oh ja, der war hier. Perfekt. Wir haben ihn gefunden. Und wir haben die zweite Kassette. Das ist sehr nice. Hallo? Play. Leute, ich habe echt ein bisschen Angst gerade. Weil die Scares werden hier schon ziemlich
verstörend sein. Hole mir den Kopf des Karpfens. Welcher verdammte Karpfen? Der Kopf des Karpfens? Hä? Okay, das ist zu... Oh, warte mal, wir haben hier einen Teich. Ist hier? Meine Taschenlampe ging in die Richtung. Das heißt, wir müssen in die... Was? Eine Angelrute? Nice! Oh. Karpfen? Yo. Oh, das ist ein schöner Karpfen. Der hat gebissen. Mist. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich bin kacke. Nochmal. Da. Oh, ich habe Angst. Ich lasse ihn einmal beißen. Zweimal beißen. Vielleicht zieht er das Ding komplett mal runter. Jetzt. Juhu. Ich habe ihn bekommen. Karpfen? Was ist das hier? Wieso ist hier irgendwas zensiert? Ich weiß nicht, was hier zensiert ist, um ehrlich zu sein. Aber es muss was Schreckliches sein, wenn es zensiert ist. Vor allen Dingen, wenn es so zensiert ist. Ich kann es gar nicht sehen. Ich habe den Karpfen immer noch in der Hand. Okay, gehen wir zurück zu dem Monster. Ich kann mir vorstellen, dass es eventuell Menschenteile waren. Wisst ihr, was ich mich auch gerade frage? Als wir die Leute in dem Raum trauern gesehen haben, waren die Bilder von den Opfern ja zensiert. Heißt es, es waren echte Bilder? Ist das hier eine wahre Geschichte? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Ich begehre nicht den Leib des Fisches. Trenne den Kopf ab und bringe ihn just zu mir. Vermagst du es nicht, dies selbst zu tun? Dann finde jemanden, der es kann. Mein Freund, ich kann dem Fisch doch wohl noch den Kopf abschneiden. Finde jemanden, der es kann. Weißt du was, ich gehe einfach ins Haus rein. Vielleicht findet sich hier irgendetwas. Das macht vielleicht sogar viel mehr Sinn. Am besten, ich gehe Richtung Küche. Ich weiß ja inzwischen, wo die ist. Und da muss ja ein Messer sein. Vielleicht ist auch dort jemand, der mir helfen kann. Aber wer soll da drinnen sein? Das ist die Frage. Oh, stimmt, die trauernden Eltern. Die trauernden Eltern. Was ist los? Was hast du da? Willst du etwa, dass ich ihm den Kopf abschneide? Komm damit nicht näher! Geh und schmeiß ihn weg! Nein, 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 nein. Ich muss es tun. Ich muss es wirklich tun. Also, es ist wirklich sehr wichtig. Hallo? Wo bin ich jetzt? Oh! Okay. Ich habe eine Säge? Reicht da nicht ein Messer komplett? Oh, verdammt! Ja! Das Ding muss wirklich ein Monster sein, weil welcher Mensch isst vom Karpfen nur den Kopf? Das zeigt, wie krank der ist! Definitiv! Wieso brauche ich so viele Schnitte dafür? Was ist denn das für ein harter Kopf? Oh, jetzt ist er ab. Endlich! Wurde aber Zeit! Okay, der Sound. Der Sound hat sich verändert. Was? Was geht denn hier vor sich? Hä? Wieso sind hier so viele? Komme ich hier aus dem Raum raus? Wo ist denn die Tür? Oh mein Gott, diese Schiebetüren sind manchmal so schwer zu erkennen. Wir kommen nicht mehr in die zweite Etage. Das ist alles besetzt. Hier war der Ausgang. Aber hier kommen wir auch nicht mehr raus. Was? Ach ja, stimmt, wir sind gerade in der Videokassette drin. Das heißt, wir sind in einer ganz anderen Zeit als unser Hauptcharakter. Also ich interpretiere das auf jeden Fall jetzt mal so. Ob das hundertprozentig so stimmt, weiß ich nicht. Das wird sich am Ende des Spiels rausfinden, ne? Allerdings haben wir jetzt hier erstmal den Ausgang und gehen zurück zu unserem komischen Monster. Auf das ich ja gar keinen Bock habe, um ehrlich zu sein. Also absolut null Bock. Hallo? Ich werf dir das Ding runter. Wieso stecke ich meine Hand so tief da rein? Das ist doch voll dumm. Am Ende macht das Ding schnapp und meine Hand ist weg. Viel zu riskant. Okay, das war's mit der Kassette. Wieso hat sich mein Charakter gerade so schnell gedreht? Ist hier irgendwas? Was suche ich denn? Wird das mir auf dem Fernseher nicht angezeigt? Ich suche ein... Da ist auf jeden Fall eine Schaufensterpuppe. Ist das bei der Küche? Man muss hier auch erstmal die Orientierung finden. Was war das hier? Das war der Waschraum. Die Tür ist abgeschlossen. Und hier ist die Küche. Aber hier ist keine Schaufensterpuppe. Also nein, es war nicht bei der Küche. Wo soll das dann sein? Hier ist auf jeden Fall eine Schaufensterpuppe. Allerdings ist das, glaube ich, nicht der... Obwohl, das könnte auch der richtige Raum sein. Ich glaube, wir suchen den Raum, wo wir den Karpfen getötet haben. Beziehungsweise den Kopf abgeschnitten haben. Und dort müsste eine Kassette sein. Oh, da ist die Schaufenster... Das ist doch richtig... Das könnte sein. Oder? Könnte es das hier sein? Wieso ist der Sound so komisch? Oh mein Gott, die Puppe macht mir Angst. Ich höre irgendwas. Was ist? Die Kassette. Da haben wir sie. Ist das...
Das hört sich an, als ob das Monster gerade isst, um ehrlich zu sein. Okay, lass mich die Kassette nehmen. Alles... Hab ich da was gesehen? War da ein Fuß oben? Ich glaube, da ist... Da ist doch ein Fuß, definitiv! Und das Radio ist verschwunden. Hallo? Yo, wo bin ich? Ich kann nichts sehen. Hallo? Was soll der Sound? 30, was soll das bedeuten? Ich habe eine Errungenschaft, die heißt 30 erreicht. Ich kann mich bewegen. Yo. Oh mein... Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Das hat sich so angehört, als ob irgendwas von mir wegläuft gerade. Ich muss zurück. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Ich mag Puppen gar nicht. Ich hasse Puppen, um ehrlich zu sein. Let's go. Wo war der Fernseher? Wo war der Fernseher? Ich komme hier nicht rein. Hier war der Fernsehraum auf der linken Seite. Ich muss andersrum laufen. Das hier ist auch verrückt. Oh mein Gott. Wo lang soll ich denn laufen? Okay, ruhig, Stiley, ruhig. Alles ist gut soweit. Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut. Ich muss hier irgendwie rein. Zu dem Raum. Bitte. Beeil dich. Yo, komm, geht die Tür auf. Oh mein Gott, ich hab Angst. Da ist der Fernseher. Rein. Okay, wir haben die Kassette reingetan, das ist gut. Das heißt, wir haben das hier schon mal hinter uns und können uns wieder in die Kassettenwelt begehen. Wo dieser komische Typ im Loch auf uns wartet. Was auch nicht viel schöner ist. Was? Ist das meine... Schläft die? Beobachte ich das Schlafzimmer meiner Eltern? Das weiß ich nicht. Wieso bin ich im Schrank? Aber ich kann nicht rausgehen. Wir sollen uns hier irgendwas angucken, glaube ich. Irgendwas sollen... Der Fernseher? Oder was genau wollt ihr, dass ich sehe? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber wir können... Oh, wir können weiterlaufen. Und hier ist wieder irgendwas zensiert. Ich weiß nicht, was der die ganze Zeit zensiert ist. Was soll das alles? Oh, hier können wir auch... Ich weiß nicht, ob sie schläft oder tot ist, aber da ist ein Kommt das vom Fernseher? Oh Gott. Der Fernseher hört sich komisch an. Was? Das ist doch Papa! Papa trauert um Mama! Oh nein. Ach du Heilige. Ich weiß nicht, ob das war das jetzt Papa oder nicht? Ich glaube ja. Und was ist das hier? Diese Puppe. Schmücke sie mit einer Locke von Großmutters Haar und bringe sie zu mir. Was willst du machen, Voodoo? Das ist krank. Du bist schon ein Typ in einem Loch. Du musst nicht noch gruseliger werden. Gibt keinen Grund dafür. Aber ich werde es tun, wenn Großmutter immer noch da liegt. Steht hier die Puppe immer noch im Flur? Nein, die steht nicht mehr hier. Das heißt, die Absperrung ist auch... Nein, die Absperrung ist noch da. Kann ich die Tür... Irgendjemand flüstert von der Seite. Das Problem ist, wenn... Ich kann hier nicht langlaufen. Ist Großvater immer noch in dem Raum? Ja. Oh Gott, nein. Alles cool, alles... Verdammt, du hast ein Jesuskreuz in der Hand. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu gehen. Wenn niemand sowas in der Hand hat, dann weiß man doch... das ist eine schwarze Puppe. Wenn jemand sowas in der Hand hat, dann weiß man doch, dass das Haus besessen ist. Verdammt. Okay, rein. Rein. Wir nehmen die Locke. Ich hoffe, Großvater wird nicht sauer. Oh, verdammt. Oh Gott. Die schläft nur. Ich bin mir ziemlich sicher. Alles gut. Und jetzt hat die Puppe... Oh, das ist doch eine weiße Puppe. Die Haare von Groß... Wie krank. Yo, wie krank ist das denn? Das finde ich wirklich ekelhaft, um ehrlich zu sein. Aber wir tun es, weil das Monster das verlangt. Wieso hauen wir nicht einfach hier ab? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Okay, gehen wir nach draußen. Let's go. Und reden wir mit dem Typen. Rein mit der Puppe. Oh Gott. Das fühlt sich so an, als würde ich die ganze Zeit selbst in das Loch reinspringen. Das war's. Und anscheinend müssen wir jetzt als nächstes die Puppe suchen. Oh, der Sound. Der Sound ist... Da ist doch die Puppe. Ha? Oh. Okay. Ist der Kopf irgendwo hingerollt? Der ist so schnell abgehauen. Okay, das ist gruselig mit der Puppe. Wieso... Was soll ich denn dann jetzt suchen?
Auf jeden Fall wurde mir die Kamera irgendwie in diese Richtung gerichtet. Das heißt, ich soll wahrscheinlich hier nochmal tiefer reingehen. Ich gehe nochmal in den Raum mit Großvater und Großmutter rein. Anscheinend nicht Mama und Papa. Und gucke... Obwohl, da war ich ja eben gerade drin, oder? Oh, da ist eine Puppe. Ist das die Puppe? Ist das... Oh mein... Wieso? Oh nein. Ich habe Angst. Verdammt. Okay, das ist echt kein gutes Spiel. Also kein gutes Spiel zum Spielen. Da ist die nächste Puppe. Kann ich die Tür öffnen? Ist die Figur immer noch hier vor der Tür? Ich kann die Tür nicht öffnen. Verdammt. Oh nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann wenigstens gegen den Kopf treten. Wo ist die nächste Puppe? Die Tür habe ich nicht aufgemacht. Die Tür habe ich nicht aufgemacht. Okay. Keine Why are you teasing me? Warum verlockst du mich mit dem Ausgang, wenn du mich nicht rausschickst? Das macht doch gar keinen Sinn. Es ist so beunruhigend ruhig geworden. Oh mein Gott, es sind so viele Puppen. Und die haben alle Großmutters Haar oben drauf. Muss ich wirklich jede einzelne finden? Ist eine in der zweiten Etage? Oh Gott. Die Etage ist ja relativ klein an sich. Hier ist ja nur diese eine abgeschlossene Tür. Nee, in der zweiten Etage ist scheint nichts, was wir brauchen. Beziehungsweise keine Puppe. Ich frage mich halt, was hinter der abgeschlossenen Tür ist. Da höre ich halt die ganze Zeit irgendeinen Sound vom Dach kommen. Es ist vielleicht irgendein Mensch da drin. Ich weiß es nicht. Puppe? Hier ist keine Puppe. Wir sind puppenfrei hier. Cool, 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 cool. Hier geht's auch eine Tür auf. Puppe? Wir sind hier auch Puppen. Oh nein, sind wir nicht? Sind wir nicht? Aber ich konnte das Klavier nicht spielen, oder was? Der Puppenkopf ist so viel talentierter als ich. Oh Gott. Weiter geht's. Hier war... Verdammt, ich weiß nicht, was mit diesen Figuren auf sich hat, aber... Ich hasse sie. Ich hasse sie. Noch eine Puppe? Hier drinnen? Hier muss einfach eine sein. Im Schrank drinnen? Die war jetzt aber ein bisschen zu doll versteckt, oder? Die anderen standen wenigstens offensichtlich. Aber im Schrank ist unfair. Okay. Und hier ist noch eine. War das die letzte? Hä? Was ist denn da? Ein Schlüssel! Haben wir auf dem Dachboden? Ist das der Schlüssel für den Dachboden? Oh mein Gott, das ist genial. Das ist genial. Ich laufe mit Vorsicht hier durch. Oh. Nee, nee. Nicht cool. Alles andere als cool. Verdammt. Jo. Das ist gerade gar nicht lustig. Das ist gar kein lustiges Spiel. Normalerweise haben Horrorspiele noch ein bisschen Humor dabei, aber das hier ist einfach verdammt gruselig. Okay, ich mach die Tür auf. Ich mach die Tür auf. Let's go. Alles gut soweit? Wir sind drinnen. Endlich auf dem Dachboden. Wir können sehen, was hier... Hier ist ja eigentlich gar nichts, oder? Oh, verdammt, hier ist doch was. Hier sind verdammt viele Puppen. Soll ich in den Raum reingehen? Oh, eine Videokassette. Eine Videokassette. Yo. Und... Oh Gott, der Sound. Was soll der Sound? Was? Yo? Was war das? Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Kann ich hier rausklettern? Was willst du denn? Du Oma, Mörder! Was? Was hast du getan? Hast du mir die Tür irgendwie geöffnet? Oh nein, oh nein. Oh verdammt, nein! Jo. Oh Gott. Ganz langsam, Styli. Alles cool. Alles cool. Jo, das war's wirklich mit Horrorspielen. Das war mein letztes Horrorspiel. Hiernach ist mir das egal. Hiernach ist mir das alles egal. Wo war der Fernsehraum? Der Fernsehraum war doch hier, ne? Der war hier. Lass mich da. Da ist die Puppe. Okay, okay, okay. Rein damit, rein damit, rein damit. Ich möchte irgendwo anders hin. Das ist die Hauptsache gerade. Jo. Alles gut. Puh, Entspannung, Entspannung, Entspannung. Entspannung. Entspannung.
Was mache ich da? Was passiert da? Werde ich über den Boden geschliffen? So fühlt sich's an. Oder? Ich habe keinen Plan. Wo war ich denn hier? Ein Keller? Es gibt einen Keller in dem Gebäude. Oh, es gibt einen Keller in dem Gebäude. Nein, nein, nein. Es gibt einen Keller in dem Gebäude. Das heißt... Großvater hat sein Leben ausgehaucht. Es scheint, als hätte er während eines Bades sein Ende gefunden. Gerade noch rechtzeitig. Ziehe seine Fingernägel heraus und bringe sie zu mir. Was soll ich tun? Wieso soll ich das tun? Lebst du im Keller? Verdammt. Wo ist Großvater gestorben? Ich soll seine Fingernägel rausziehen? Das mit den Haaren fand ich schon krass. Aber Fingernägel gehen ja auch jetzt ein bisschen zu weit, oder? 42. Was soll 42 bedeuten? Was sollen diese komischen Achievements bedeuten? Soll ich hier runter? Ich kann hier nicht runtergehen. Wo ist ein Großvater, wenn er sein Leben ausgehaucht hat? Ist er vielleicht auch im Wohnzimmer und liegt neben Großmutter? Ich weiß es nicht. Und diese Trauerfeier, die in der ersten Szene, als wir die das erste Mal gesehen haben, gemacht haben. Welche Leute sind dort gestorben? Waren das die Kinder? Oder waren sie selber es? Haben sie sozusagen zeitsprungmäßig ihre eigenen Leichen gesehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht waren auch deswegen die Bilder zensiert. Großvater? Wo haust du denn dein verdammtes Leben aus? Hauch das wenigstens zu Hause aus! Er hat ein Bad Ich bin so blöd. Er hat ein Bad genommen. Also wenn die es mir schon sagen, dann muss ich es auch befolgen. War hier das Badezimmer oder woanders? Oh, verdammt, das war hier. Okay, Großvater. Hier ist überall Blut. Okay, ich verstehe. Es war kein normaler Tod. Es war definitiv kein normaler Tod. Die Fingernägel soll ich... Okay, das wird eklig. Oh, verdammt, ich kann das nicht mehr ansehen. Was war das? Yo. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Mist. Ich muss nach draußen gehen. Ich muss zu der verdammten Kreatur. Ist die Tür offen? Nein, die Tür ist nicht offen. Hier kommen wir nicht mehr raus. Ich frage mich, wieso wir durch den Garten rauskommen, aber nicht durch den Haupteingang. Das macht doch gar keinen Sinn. Weil vom Garten komme ich theoretisch zum Haupteingang. Aber mir soll es egal sein. Was ist das? Wieso werden hier Dinge zensiert? Ich verstehe... Also, okay. Es war ein lauter Sound, aber... Anscheinend muss es so gruselig gewesen sein, dass es nicht wirklich erlaubt war. Und das ist gut. Das ist gut. Okay, wir geben dir die Fingernägel. Oh Gott. Das war's und wir müssen ins Badezimmer gehen. Ins verdammte Badezimmer. Ey, ich will dieses Spiel einfach nicht mehr spielen gerade. Ich will es halt wirklich einfach nicht mehr spielen. War das Badezimmer hier? Ja, hier war's. Müsste jetzt hier nicht eine Kassette oder so sein? Oh, okay, wir lassen das Blut ab. Ah, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Verdammt, ist das eine große Küchenpapierrolle. Ah, nee, das ist so ein Duschhocker. Tut mir leid. Okay. Los, da ist die Kassette. Kein Jumpscare. Ich drehe mich jetzt langsam um. Alles gut. Können wir die Kassette jetzt? Bin ich wieder eingesperrt? Wieso sperrt ihr mich immer wieder ein? Immer wieder macht ihr das mit mir. Aus irgendeinem... Oh, nein, nein, nein. Da ist ein Guckloch. Da wird irgendwas mit... Ich wusste es. Wieso mache ich diese Tür? Okay, okay. Wir haben ein Spiegelbild. Wir haben ein Spiegelbild. Alles cool, alles cool. Ich bin kein Vampir. Also an mir liegt das Ganze schon mal nicht. Der Fernseher. Der hat mir den Fernseher geklaut. Was soll das? Der stand doch hier. Welcher Mensch klaut einem anderen Menschen den Fernseher? Okay, hier ist ein Tempel oder so. Ein kleiner. Okay, wohin müssen wir denn dann? Ich habe keinen Fernseher mehr, das ist echt ätzend. Vielleicht soll ich da runtergehen, wo der Keller offen war. Da waren wir ja noch gar nicht, als wir in der echten Welt waren. War das hier? Ich weiß nicht, ob das in dem Raum hier war. Oder war das ein Raum weiter? Nee, hier war schon der Ausgang. Es war definitiv da, wo wir eben gerade waren. Fernseher? Ja. Nee, hier ist es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gehe ich runter zu dieser Kreatur? Ich glaube, ich gehe runter zu dieser Kreatur. Oh, verdammte Kacke. Ich habe da keine Lust. Oh, oh, oh. Gott, Gott. Verdammt. Let's go. Soll ich dem... Ich folge dem Kabel, weil das Kabel zeigt mir an, dass hier ein Fernseher ist. Ein Fernseher funktioniert nämlich nicht ohne Strom. Oh, verdammt. Hier sind Gräber? Wie viele Leute haben sich hier getötet? Und wer hat... Verdammt. Schon wieder... Wieso ist Jesus manchmal zensiert? Hä? Okay. Das muss ich nicht verstehen. Aber wir haben die Kassette. Ist hier auch irgendwo das Toilettenhäuschen? So von unten? Weil wir müssten doch jetzt theoretisch unter dem Toilettenhäuschen sein.
Drehe alle Kreuze im Domizil um. Im Domizil? Alle. Ich soll die Kreuze umdrehen? Umdrehen? Du weißt, was umdrehen bedeutet, ne? Das heißt, ich mache ein Satanszeichen da draus. Okay. Ich weiß nicht, wieso ich auf sowas hören sollte. Wo ist denn das Domizil überhaupt? Hier ist der Flur. Ist das Domizil vielleicht der Hauptraum, wo ich eben gerade drinne war, wo auch der kleine Tempel drinne stand? Das könnte doch sein. Hier war der Ausgang. Ich höre es irgendwie flackern. Als ob es so einen Soundfehler geben würde, aber es ist kein Soundfehler, definitiv nicht. Das hier müsste dann doch das Domizil sein, oder? Der Altar ist weg. Verschlossen. Alle Kreuze im Domizil, hä? Was ist dann gemeint? Die einzigen Kreuze, die ich gesehen habe, waren unten die Grabstätte. Und die kann ich ja schwer umdrehen. Also was meint ihr? Das Badezimmer? Oh, warte mal. Ja! Okay, alle Kreuze. Oh. Das ist auch eine dämonische Statue irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt's noch mehr Kreuze? Kreuze, Kreuze. Ich höre irgendwas laufen. Irgendwas huscht hier rum auf jeden Fall. Hundertprozentig. Wo sind die ganzen Kreuze? Ich habe bisher nur ein einziges gefunden. Das ist bisher eine sehr schwache Leistung, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist eins. Da ist eins. Ein zweites Kreuz. Wieso ist da ein Spiegel? Das ist nicht gut. Das heißt, ich drehe mich gleich um in den Spiegel und ich werde irgendwas sehen. Der Spiegel ist da nicht aus Versehen. Der ist da extra. Nee, alles cool. Alles cool. Wir haben das zweite Kreuz gefunden. Der Rabe. Jedes Mal, wenn wir irgendwas umdrehen, kommt was Neues. Aber hier haben wir jetzt kein Kreuz. Oh, doch, da ist ein Kreuz. Da ist ein Kreuz. Was hängt denn da runter von dem Kreuz? Was passiert jetzt hier? Es hängen Haare runter. Sind das Großmutters Haare? Ich glaube, das sind Großmutters Haare. Ist im oberen Bereich noch ein Kreuz? Den haben wir jetzt nur ein einziges Mal betreten. Da könnte ja auch noch irgendwas sein. Aber es ist schwer, die Sachen zu finden, ehrlich gesagt. Oh ja, hier ist ein Kreuz. Verdammt, mit den ganzen Puppen drin. Nicht geil. Nicht geil. So. Umgedreht, was passiert hier? Oh, die Puppen haben alle... Oh, ich verstehe. Oh, okay, okay, okay. Wow, wow. Vielleicht hätte ich das Kreuz nicht umdrehen. Kann ich die einfach umtreten? Ey, geht mir aus dem... Hallo? Oh, verdammt. Okay. Yo. Seid ihr mir aus dem Weg gegangen? Oh, danke schön. Danke, meine Kleinen. Wenigstens etwas könnt ihr. Sonst ist hier kein Kreuz. Einiges haben wir ja schon gefunden, ne? Ist hier was? Da ist ein Kreuz gewesen. Ja, dahinter war ein Kreuz. Was ist jetzt in diesem Raum passiert? Ich weiß es nicht. Hier ist Blut. Überall. Überall Vögel. Tote Vögel. Okay. Kreuz. Hier ist ein Kreuz. Und schon wieder ein Spiegel. Diese Spiegel machen mir wirklich am meisten Angst. Weil ich habe keinen Bock, Sachen im Spiegel zu sehen. Da habe ich immer Angst vor meinen eigenen Spiegeln. Was ist jetzt hier passiert? Hier ist jetzt nichts passiert, oder was? Ich sehe keinen Unterschied zu vorher. Der Ausgang. Hier gibt es kein Kreuz. Wie viele Kreuze gibt es denn noch? Das nervt mich. Oh. Was ist das hier? Aha. Okay. War das das letzte Kreuz? Bitte. Okay, okay. Wow, wow, wow. Das sind viele Figuren. Ach du Kacke. Ja, ich kann hier trotzdem. Wir haben es geschafft. Ich glaube, das waren alle. Okay, das war die Kassette, die wir uns ja im Keller angeguckt haben. Und das Bild ist nicht mehr so zensiert wie vorher. Ha? Oh Gott, was soll ich jetzt tun? Also, wohin soll ich denn jetzt? Ich bin jetzt einfach im Keller. Aber hier gab es ja zwei Wege an sich. Soll ich jetzt vielleicht mal dem anderen Weg folgen? Da, wo das Kabel nicht lang geht. Und zwar der hier. Ich weiß ja nicht, wohin der hier führt, aber oh mein Gott, das hier wird ziemlich eng, oder? Das hier. Wir sind unterm Dixi-Klo. Hier hat mir jemand Befehle gegeben. Was hat das zu bedeuten? Das heißt, vielleicht war da unten die ganze Zeit ein normaler Mensch. Aber was hat der dann gefressen? Wieso möchte er einen Fischkopf haben? Hat er eine große Show abgezogen oder wie sieht das hier aus? Ich kann nach oben laufen, oder? Gibt es die Option? Ja, es gibt die Option. Ich gehe. Okay. Hört sich morsch an, die Treppe. Oh, oh. Was ist das hier? Ich bin in irgendeinen Gang reingehuscht. Oh mein Gott, yo. Weißt du was? Das Ding verfolgt mich! Ist das Jesus? Das war doch dieser Jesus auf dem Bild, oder? Da! Beeil dich! Ich hab Angst! Der wird doch meine Füße fressen! Komm raus hier! Komm schon, beeil dich! Das Ding wird mich greifen, du bist viel zu langsam! Also dafür, dass dein Leben gerade auf dem Spiel steht, bist du wirklich viel zu... Okay, er ist langsamer. Aber er krabbelt da raus. Okay, ich muss hier weg. Komm schon. Schnell.
Wo war der Hauptausgang? Der war irgendwo hier. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob der sprinten kann. Aber ich kann auch nicht schneller laufen. Aha. Ach, hier war der Eingang. Der ist vergriffen. Ich kann hier nicht weg. Nein. Nein, nein, nein. Habe ich geschafft? War die Tür der richtige Ausgang? Ich glaube, oh, ich hab's geschafft. Die Tür war der richtige Ausgang. W? Oh, mit W kann ich schneller fahren? Ich weiß nicht, da brauche ich auch gleich einen Unfall. Ich kann auch mit normaler Geschwindigkeit wegfahren, oder? Ich weiß nicht, ob das schlau ist, um ehrlich zu sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist eine enge Straße. Eine ziemlich enge Straße. Verdammt, wie schaffe ich das? Ich bin verdammt guter Fahrer. Aber ich denke mal, er wird gleich vor mir erscheinen, oder? Er wird definitiv vor mir erscheinen. Oh Gott. Wohin fahre ich denn jetzt? Ich habe keinen Plan. Durch den Tor. Wieso bremse ich? Da ist ein Baumstamm vor mir. Yep, das war's. In dem verdammten Tunnel? Wie sind meine Augen so komisch geschlossen? Hä? Bro, war ich jetzt die ganze Zeit einen Rückwärtsgang oder was? Ich steig aus. Und versuch den Baumstamm wegzu... Okay, das war's für mich. Ja, das war's für mich. Verdammt! Der hat echt dürre Beine. Die Frage ist... Uff. Konnte ich nicht einfach über den Baumstamm rüberhopsen? Ach, wir sehen gerade die Sicht der Kamera. Er hat die Kamera einfach aufs Dashboard gelegt. Autsch, kannst du mich nicht wenigstens komplett tragen? Was? Das Ding kann Auto fahren? Was? Oh Gott, wir haben nur die Sicht der Kamera. Bro. Wer ist das? Wieso tut er das? Ich verstehe die Geschichte dahinter noch nicht so wirklich. Aber es ist verdammt verstörend. Wohin geht der? Und was ist das für ein Zimmer? Er duscht sich ab. Wenigstens legt er Wert auf Hygiene. Oder er wäscht irgendwas ab. Aber was? Guckst du in die Kamera? Ich muss ehrlich sagen, das war der Job jetzt ehrlich gesagt nicht wert. Oh mein Gott, okay, wow, da war glaube ich ein Sack, ne? Ja? Er hat mich... Hol es für mich herbei. Wer bin ich denn jetzt überhaupt? Kann das sein? Ich gucke mal in den Spiegel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hol es für mich herbei. Ich bin jetzt der andere Typ. Der meinen Charakter gejagt hat. Und der andere Typ ist besessen oder... Ehrlich gesagt habe ich hier noch ein paar Fragezeichen in meinem Kopf. So hundertprozentig bin ich nicht auf der Spur. Okay, da ist es. Hast der da noch drei... Okay, krass. Ich hätte sie auch einfach in den Keller bringen können. Was? Ehrlich gesagt, so ganz bin ich jetzt nicht auf der Spur. Da ist jemand im Loch, der gibt einem Befehle. Und die Leute erfüllen diese Befehle. Ist das ein Dämon? Wer ist das? Und mein Hauptcharakter wurde jetzt von dieser einen Person getötet. Aber die Person wurde auch nur kontrolliert von dem Dämon. Aus der Toilette. Also so habe ich es jetzt verstanden. Ehrlich gesagt, es war ein super gruseliges Spiel. Aber mein Kopf verbindet das alles noch nicht so wirklich. Falls irgendjemand Plan von euch hat, was genau passiert ist und wie, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich für meinen Teil beende jetzt hier die Folge. Das war krass. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. So I told him